Francis geht nach Rotterdam auf die Twitch-Con. Endlich wieder ein großer Vlog. Stück wird sich gegönnt. Erstmal heiße Schokolade, dann einmal ein belegtes Käsebrötchen und ein Berliner nochmal zum Nachtisch. Das ist so voll hier, ne? Digga, wo zum Fick soll ich mein Paket hier finden? Ich bin so lost, Hilfe. Ich muss nachfragen. Betet für mich, Number 12. Bitte spotte ich mein Paket. Hör auf, Paket zu sagen, Momo. Geil, ich höre ganz laute Geräusche hier gerade. Doch. Mein Paket kommt hier. 10 Minuten, yo, chill. Naja, immerhin weiß ich jetzt, dass mein Paket gleich kommt. Oh shit. Ich bin in ein Wurmloch oder so reingekommen. Oh shit. Das trägt meins. Das ist einfach trägt meins. Oh mein Gott. Ja, ich bin glücklich, Digga, mein Paket kam an. Komm her, Baby. Yes, sir. Das ist sogar die LA-Tasche, ne? Okay, jetzt heißt es für mich, in den Zug einzusteigen. Naja, jetzt muss ich nach Amsterdam Central und dann geht's nach Rotterdam. Every girl the same, girl, I put that on my heart. These women are the devil, they be tearing me apart. They tell me to come closer when I really should apart. Leaving a nasty scar. There yet, Digga. Aus dem Hauptbahnhof jetzt rausgekommen. Ah, ist auch so ein geiles Wetter, ne? Ja, Holland ist so hübsch, ne? Ich schwör's dir, auch Amsterdam war so Baba, ne? Das ist crazy. Hier ist mein Hotel direkt, genau gegenüber vom Bahnhof. Damn. Puh, Bruder. So, ich habe mir jetzt einen geilen Java Chocolate Chip geholt, Digga. Auf ganz entspannt. Aber Stößchen Chat. Fuck, Digga. Jedes Mal, wenn ich in eine andere Stadt gehe, muss ich einkaufen, ey. Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach Subway, ist ja geil, Digga. So, Subway wurde gecroppt. Haben wir geholt. Oh, Digga, der sieht jetzt schnell. Oh, Bruder, das ist ja, Digga. Das ist er, aber sowas von. Zu gut. Boah, guck mal, was man hier so spottet. Alright, ich bin ready für den Check-in, Bruder. 606, das ist mein Zimmer. Es ist heute aus, ne, Digga. Ich wollte mich fertig machen. Alles, Bruder, ich sehe aus wie der größte Lelek auf Erden, Alter, wirklich. Meine Haare, mein Bart, Bruder, Ende. Schon chilliges Hotel, Digga. Ja, Mann. Bruder, da dann noch. Ja, Bruder, clean. Hier werde ich gleich so eine Dusche nehmen, ne? Oh mein Gott, wie süß ist das denn? We've got everything under control. Boah, wie geil ist das denn? Schokolade von Twitch. Oh. Ich wollte gerade einen Film anmachen auf einmal. Ich denke, Bruder, was reden die für eine Sprache? Kann ich, wenn der Holländisch, der ist so ganz schlimm oder Dänisch, was auch immer. Wisst nicht, wann ich wach geworden bin? Oh mein Gott. Ich bin um 13 Uhr, hab ein kleines Nickerchen gemacht, Bruder. Es ist 23 Uhr, es ist fast 0 Uhr. Ich hab so Hunger. Ich hab jetzt ein bisschen Eier gechillt. Ich hab jetzt auch The Boys neue Staffel. Es ist 5 Uhr morgens, ich hab so Hunger, ne? Ich muss jetzt gucken, ob es irgendwo was zu essen gibt. Ich bin jetzt hier unten. Ich kann hier unten richtig geile Snacks holen, Digga. Yes, sir. Der hat jetzt fette Grind, Zahnpasta und ein paar Chips. Oh, W Frühstück, Digga. Das ist hier auf jeden Fall Bombe. Das sind Pancakes, Digga. Ah, damn it. Bombe. Ich wusste nicht. Ich dachte, ich muss die so bezahlen oder so, aber ich kann die nehmen, was ich will. Alter, läuft. Oh shit, guck mal, was ich hier bekommen habe. So ein Twitch-Con-Ding mit Partner. So muss das. Und das ist hier auch der Twitch-Partner-Bereich. Ich will unbedingt so ein Kissen. Ich sag's euch, wie es ist. So, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Digga, der gut aussehende. Eieiei. Sah lange nicht mal so gut aus, ey. Wirklich. Ich mach mich nämlich jetzt gleich auf den Weg, weil ich gehe jetzt Arthur und Marvin abholen. Die sind jetzt gleich endlich stark. Komm ich auch nochmal auf die. Bro, was geht, Digga? Wie war die Fahrt, Bruder? Bruder, eigentlich ganz entspannt. Sag dir ehrlich. Ja, die sind wie lange seid ihr gefahren? 5 Stunden. 5 Stunden? Ja, ja. Crazy. Marvin ist auch jetzt am Start. War eigentlich angenehm. War angenehm? Okay, stark. Hier die Züge in den Niederlanden. Männergut. Die riechen gut, ne? Mein Gott. Warum willst du nicht gleich in mein Gesicht rein, Junge? Ich sag immer so. Jungs, gehen wir Taco Bell? Wir gehen Taco Bell. Oh shit, hab noch nie Taco Bell gegessen, aber es sieht baba lecker aus. Oder alles gut. Ich bin gespannt, wie das ist, ja. Ja, bleib mal rein. Boah, das weiß krank. Mhm. Mit dem Chicken und so, das Chicken ist richtig. Mit Käse. Ja. Erstmal die Pommes. Ass Pommes. Ich hab's dir gesagt, ich hab probiert. Ass. Boah, ich beiß jetzt mal rein, diese. Oh, was sagen Sie? Oder ist Männergeil. Boah, das ist so mit Käse gefüllt und so. Mhm. Sagst du seriös? Irgendwas Nachos. Ja, Baba-Lecker. Also, Blähungen von den Tacos bekommen, ja, aber ganz klar. Da kommt ein Furz nach dem anderen raus. Hallo, wie gefällt's dir hier denn? Hä? Wie gefällt's dir hier? Ich bin nur ein Gläser. Hör auf, Bruder, ich kann nicht. Digga. Boah, wie schnell die da fahren, ja, ich will auch. Mies clean hier aus, auch mit dieser Brücke und alles, Digga. Wow. Bisschen zu spät, wir haben hier jetzt ein richtig geiles Twitch-Party. Ich hab's voll verpeilt, das ist schon um 15 Uhr oder so gewesen. Und das ist jetzt 16.30 Uhr und es geht nur bis 17 Uhr. Wir gehen genau da an. Das ist die vierte. Also das ist die zweite, gerade die vierte. Wir gehen gerade da hoch. Ja, genau, das sind wir. Waren auch gerade deine Ohren so, Digga? Ja, dazu. Ich weiß, weil du so schnell nach oben gingst. Töschen, Digga. Oder das ist eine Sicht, Digga. Das ist eine Aussicht. Boah, wir haben hier nur noch 4%, Digga. Aber was laut hier, Digga?
Da hinten waren wir eben gerade oben drauf. Man kann das von meinem Hotel aus sogar noch sehen. Ich bin jetzt gerade alleine hier in meinem Hotel. Arthur und Marvin haben noch mal Sachen geholt, weil ich gehe jetzt zur Partnerparty. Können da leider nicht mitkommen, deshalb ich gehe jetzt los und zeige euch das alles. Oh shit, da sind wir. Es sind schon Baba viele auch hier, ey. Damn. Oder ich fühle mich wirklich wie ein Businessman. Von hier mies hingefahren mit Auto und so, Digga. Was ist da los? Und hier wird die TwitchCon sein. So sieht das Ganze hier aus. Oh mein Gott, guck mir das an. Hä, wie geil, Digga. Oh mein Gott, schön einfach zu sehen. Die ganzen Leute sehen mich direkt am Haupteingang. Oh mein Gott, ey, das ist. Ich hab grad Gänsehaut. Ich hab grad wirklich Gänsehaut. Oh mein Gott, hier sieht man mich auch. Hier sieht man mich auch, Digga. Das ist so eine Ehre, ne? Oh mein Gott. Das ist hier, by the way, die Partnerparty. Das sind jetzt ja alles Twitch-Partner und so. Hier habe ich gerade so geile Fotos aufgenommen, ne? Insta, XRXZ, ihr wisst Bescheid. Das ist voll hier. Heilige Scheiße. Machst du einen Vlog? Hey, Freunde. Ich mach einen Vlog. Hey, hier gibt's McDonald's, wir sind Leute. Hier. Hier gibt es Megas. Und wir schauen uns alles mal an, ja? Das hier ist Cyrex als Ambassador. Das ist seine Hood. Alles hast du rein investiert in die Pumps? Oder war schon einiges so, weißt du? Aber das ist Klimpergeld, weißt du? Ja. Als Ambassador. Willst du auch was zurückgeben? Ja, natürlich, Digga. Oder hier gibt's echt ganz viele Sachen, Digga. Ganz, ganz viele Sachen. Aber Bruder, die Preise sind wirklich crazy, Digga. Oh, ist das ein Biernachschub oder was? Leckerbische. Junge, zieh! Ja, moin! Ein Leckerbische! Der Jungbüchchen! Yeah. Digga, Partnerparty geht crazy. Es ist so geil hier, ne? There's my son, it's all been done. Someday you're gonna wake the bold and gray. Hato, wir sind die Chicks hier. Scheiße. Bruder, wir haben so eine gottlose Mische bekommen, Long Island, das ist so stark, ne? Okay, Jungs, muss, Digga, muss. Mach. Jungs, was ist das für Tequila, Digga? What the fuck? Bruder, was ist das für Tequila hier, Digga? Bruder, oh shit, Digga, time shit, Digga. Okay. 3 Tequila, 20 Euro. What the fuck ist das? Digga, das ist wirklich. Wie war? Scheiße. Hör nicht auf zu reden, Digga. Okay, einer von den beiden will hier rüber. Okay, mach. Schrien doch rüber, Bruder. Bruder, was war das? Ich kann auch darüber gehen. Ich kann das auch. Nein, Bruder. Nein, genau wie Nein. Das war's wieder. Er meinte, schafft es easy. Hand? Nein, ohne Hand, darüber zu springen. Bro. Dann los, mach mit Hand. Oh shit. Und du? Na, Bruder, du sagst nicht. Mach. Alles gut, Bruder, mach. Folgt mir. Achso, zeig. Oh shit, Marvin, du? Oh shit, okay, er kann wirklich. Okay, jetzt bin ich dran. Scheiß Ehrgeiz, Digga, sagt er ehrlich. Ey, Marvin! Ja, ich muss gar nicht zu gucken. Hier ist Frühstück, Bruder. Gleich, wenn hier irgendwas ist, wünsche ich irgendwas. Pancakes, Digga, 100% French Toast. Die waren Baba lecker. Pancakes, French Toast und einmal so ein... Das wird lecker sein, Digga. Ich sag, das wird uns wiederbeleben. Was ist das, Digga? Type shit. Bruder, guck mal hier. Sagt, was ist das? Das ist so lecker. Bruder, oh, guck hier, so Ei und so alles. Ja, ich muss natürlich auf. Bruder, hier wurde sich schon wieder gegönnt. Oh, ein langweiliger Teller, ne? Heilige Scheiße. Oh, shit. Das ist Honig oder so ein Scheiß, Digga? Das ist kein Honig, Bruder, das ist Ahornsirup. Type shit, man. Mir geht's super. Beim Essen, ne, geht's mir echt super, Digga. Ich hab auch so viel gegessen, ne? Ich wusste, dieses Essen hat wirklich Safe Drive gerade. Wirklich, es war so Bombe, ne? Nein, das kann ich nicht hochladen. Also, das sieht hammer geil aus. Ich hab mal Oberkörper. Oh mein Gott. Leute denken, das geht hier ab und zu. So. Mach mal was auf. Momo, hör auf mit deinen eckigen Bossfingern, Digga. Warum sind die noch so hart, Digga? Geh mal weg. Ey, was ist, Bruder? Das ist nur mal ein Ende. Hör auf, Bruder. Männer, geh, guck mal. Reichelt mich und kitzelt mich und so. Kneifst du, Bitch, Digga? Bruder, ey, hol ich wieder auf Silvan runter, Digga. Nein, die Fresse, Digga. Ja, lass mich los jetzt, Digga. Nichts, Bruder, du sollst mich loslassen. Geh mal weg. Ja, alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Mir geht's gut. Ja, lass jetzt los. Nein. Bruder, das Armband ist gone. Kugel auf. Bruder, seine Kette ist kaputt gegangen. Hier ist irgendein Ohrring, Dings da. Wo ist mein Ohrring? Wo ist mein Ohrring? Mein Ohrring ist weg! Nein, einfach sein Ohrring ist weg, Digga. No. Einmal Momo redet mit Mädchen, nein, redet mit Chip, Bruder, warum er lacht, nein, ich muss lachen, Bruder. Wie er lacht. Bruder, er hat so gelacht, wie er gerade gelacht hat. Wann hab ich das gemacht, Digga? Das
Das war in Bremen, Bruder. So, auf dem Weg zur TwitchCon jetzt. Ja, wir haben ein bisschen Special Entrance bei unserer Uber. Boah, das ist die Partner Area. Das ist die Partner Area. Sieht das geil aus hier. Wow. Der Mann bringt mich gerade überall hin. Und hier, ich wusste Twitch Rivals, Digga. Ich bin komplett spät. Ich weiß gar nicht, was für eine Party da hinten abgeht. Ich bin irgendwo dahinter. Okay, wir kommen hier rein. Och, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Okay, hier irgendwo. So sieht das hier aus, Digga. Oh, wir haben gerade den Stream beendet. Es war krass. So ein geiler Stream, ne? Wow. Wir sind leider 12. geworden oder so. Aber wir haben ein bisschen Preisgeld mitgenommen. Damit kann ich meine Polizeischulden bezahlen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Man kommt hier hoch. Guck mal, was man sieht. Guck, 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 guck. Bro. So geil, Digga. Es ist so eine Ehre, ne? Ich schwör's, das ist crazy. Oh mein Gott, wir kommen hier gerade in die Partner Lounge und da ist einfach mein Bett und da ist mein Manager. Hey! Drinnen, ne? Noch ein paar drinnen. Ja, da war voll. Was ist denn wieder? Kampf der Giganten gerade hier. Oh mein Gott, es gibt 3 verschiedene Awards jetzt mittlerweile. Ihr müsst euch vorstellen, das ist der richtige Haupteingang. Ne? Ich bin nie vom richtigen Haupteingang gekommen. Da steht Welcome. So, die Leute kommen rein und das Erste, was sie sehen, ist einfach meine Nase, Digga. Das ist krank, ne? Ihr wisst nicht, was das für eine Ehre ist. Wirklich, gestern kamen mir fast die Tränen, weil ich dachte mir so, du hast bei null angefangen. So. Du hast einfach angefangen zu streamen. Du wolltest einfach streamen. Und jetzt einfach in der fucking Messe als Aushängebild da zu sein, das ist krass. Das ist krass, ey. Wirklich, Chat, ihr seid Legende, Mann. Ihr habt mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, ey. Wirklich, danke dafür. Amazing, Digga. Schaut euch das mal an hier oben, Digga. Wow, hier kann man alles sehen. Aus ist, Digga. Holy shit. Oh mein Gott, Naruto. Ishikaros Nudelsuppe, Digga. Du gehst hier rein und dann kommst du. Oh, das ist das hier, Digga. Oh mein Gott, die müssen Nudelsuppe. Wie geil ist das denn, Digga? Die machen so ein 360-Grad-Video. Na. Ich werde auf jeden Fall ein Foto mit diesen Ladies machen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der Picture. Gib mir der Picture. Nette, Digga. Ich habe meine Traumfrau. Ich habe sie gefunden. Oh mein Gott. Muss ich später nach ihr Insta fragen. Ohne Scheiß, Digga. Ich sag dir ehrlich. Und. Hab den Stream geklaut. Hab den Stream geklaut. Hab den Stream geklaut. Stop, yo! You can't do this, man! That's not even my setup! Hä? Yo! Bruder, du bist mir hinterhergerannt, Digga. Wie ein Biest, Alter. Alles gegeben, ja. Ey, wir sind bis da komplett hinten hingerannt, Digga. Bis andere Welt. Komplett, Bro, das sagt. Der Mann macht Einsatz, Digga. Er hat Einsatz gemacht. Besser. Oh shit, der Frontman, okay. Er sagt, du warst so arsch, dass du noch einen Versuch brauchst. Also mach das jetzt. Richtig, hau richtig rauf, mit aller Wut. Ganzer Wut. Der war besser. Komm an, Hugo, du hast geredet, jetzt will ich was sehen. Tschüss. Oh mein Gott, du hast dir die Fresse gehabt, oder? Boah. Okay, let's go. 475. Oh, tschüss. Er macht Bombe. Oh, du hast 5 mehr. Okay, komm mal, gib alles. Okay. Ja! Geh nach Hause! Glaub, hey, come on! Du darfst unsere Streak nicht kaputt machen. Es wird schwer mit dieser Kante sein. Ich glaube, das. Oh, wow. Oh mein Gott, was? Yo! Ja! So Glück, ne? Die sagen selber, das ist kein Glück, Bruder, Skill. Wollen die gerade zurückfahren? Boden los. Exclusive Party. Oh, Digga, diese Wing. Oh, Locations. Ich sieht auch Baba aus. Ich hab so Hunger, ne? Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen, außer das Frühstück. Boah, ey, das kommt so gut jetzt. Ich brauch das, Bro. Oh, lecker, Digga. Oh, direkt reinhauen. Ich kann nicht mehr. Pommes. Ich hab das so gebraucht. Du, was hast du gemacht, Digga? Ich hab die Männerfühl drin. Wie schmeckt's? Nicht schlecht. Ja, sieht besser aus, Digga. Das, jetzt, was ist das für ein Hummer? Ja, bei denen läuft, Digga. Bei denen läuft, Alter. Damn. Was ist der da? What the fuck? Wie ein Snack. Kann man machen? Ist Bombe? Nicht schlecht. Jungs, ich bin gespannt. Red Bull Party, Digga. Type shit. Alles kam raus, Digga. Crazy. Oh, er hat eine Gear 5 Jacke, Digga. Läuft bei dir, Alter. Japan, ja? Die ist krass, ey. Die ist wirklich sehr, sehr krass. Oh mein Gott. Ja, hä, wie geil ist die? Die ist unnormal geil. Oh, shit. Guck dir den an, Digga. Kann so gut aussehen, Bro. Mama, ich hab dich gekriegt. Hey. Go, Arthur, go.
Oh, ich bin dead, Digga. Ich bin dead. Ich muss ein bisschen früher nach Hause gehen, weil morgen Twitch Rivals. Ich bin dead. Es ist 2 Uhr. Arthur und Marvin sind noch feiern gegangen. 2 Uhr. Ich bin der Erste, der gegangen ist. Ich gehe normalerweise nicht als Erster. Ich bin dann als Letztes. Aber morgen ist ein besonderer Tag. Da muss ich Power haben, Digga. Da muss ich Power haben. Jetzt schlafen. Morgen geht's auf jeden Fall zu den Twitch Rivals. Ich stehe, Bruder. Mhm. Ehrlich, Digga, gestern war schon geil, oder? Ich noch mal genau das gleiche wie gestern bestellt. Oh, genau das gleiche. Marvin macht hier gerade noch mal so einen kleinen Nap auf dieses Frühstück. Ich habe gestern auf der Party nur an dieses Frühstück gedacht. Ne? Nein, lieg nicht mal. Er hat locker 4-mal erwähnt, wie er Bock auf das Frühstück gestern hatte. Echt, Digga, mein Gott, ich hab noch nie so ein krasses Hotel-Frühstück gehabt. Das ist nicht, Bruder, das 5-Sterne-Hotel. Das ist diese, du willst wirklich halt bewerten, ne? Das ist diese, die zwingst du bewerten. Nein, Bruder, die fragen dich immer, du willst einfach bewerten. Bruder, dieser Lachs, ne? Bruder, das ist so lecker, ne? So, wir sind jetzt im Shuttle. Jetzt geht's ab zu TwitchCon. Latz ist hier auf jeden Fall. Also, ist auf jeden Fall ein Riesending hier schon wieder. Das ist jetzt der Rivals-Eingang. Hier werde ich jetzt meinen Twitch-Rivals haben. Ey, das wird unnormal krank. Ich bin bei den geilsten Twitch-Rivals dabei. Ich hab so Bock, ne? Ist das genau das gleiche, wo wir gestern waren? Okay, ist das gleiche. Ding. Here we go, here we go. Here we go. Bisschen am Üben. Noch keiner ist da, nur wie beide. Nein, das war genau an der Kante. Da, zack. Und da musst du... Oh shit. So, wir müssen hier gerade alles ready machen. Da ist auch Amar schon. Ja, aus, Digga. Was geht, was geht? Ja, das war's mit Twitch Rivals. Sind noch Zweiter geworden, der war sehr geil. War ein bisschen unlucky am Ende, aber schaut euch das Highlight auf jeden Fall an. Ich bin komplett tot, ich bin komplett am Ende. Viel zu viel Sport gemacht heute. Bonnie, war Bombe. Ich bin so kaputt auf einmal irgendwie. Meine Beine, ey, meine Gelenke hier unten sind so überhaupt. Überall, wo ich mitmache, werde ich immer Zweiter. Und jetzt hier wieder. Ich hab das so gespürt, das ist krass. Das ist das Essen, was wir uns hier genießen, Bruder. Haben wir verdient, ne? Bro, oh, Digga, guck mal, womit wir jetzt gefahren werden. Durch diese Business. Hä? Warum, wo sind wir hier gelandet? Okay, ich hab jetzt alles erwartet, aber nicht, dass wir mit sowas gefahren werden. Ganz anderer Drip hier jetzt. Was ist denn da los? Junge, Junge, Junge. Brauch keine Bandana mehr. Ja, das kommt auch gut, Bruder. Auf ganz. Gut auf, Bruder. Der gut aussehende, ey. Chill. Bruder, du doch aber auch, ey. Guck mal, die machen sich gerade einfach Armbänder. Geil. Schön, was ist das denn für eine Schenke? Wow, Digga. Energienachladung. Wir waren gerade bei diesem einen Glitch-Event-Fest. Das war auch echt geil, ey. Wirklich. Die Highlights müsst ihr euch wieder auf ihn reinziehen. War Bombe. Jetzt muss gegessen werden. Oh, shit. Oh, shit. Oh, mein Gott. Wir haben unsere Plakate für zu Hause mitbekommen. Wie soll das in dem Auto? Da ist Ronny. Mein Gott, das stelle ich genauso in die Ecke. Ich darf das mitnehmen. Ja, oh, das ist geil, Digga. Oh. Bitte, guck mal, wie riesig das ist. Ich muss das hier irgendwie nach Hause bringen. Guck mal, wie groß das ist. Bro. Ich bin 1,90. Boah, wie riesig das ist. Ja. Kriegen wir ihn hoffentlich. Irgendwie. Bro, du siehst mich hier nochmal direkt. Und dann hier nochmal. Das ist Ambassador. Das ist der schnellste Ambassador. Weiß bei was? Beim Kurs. Ja, wenn wir das nach Hause schaffen, ne, wirklich, dann haben wir wirklich. Wir müssen das irgendwie mitnehmen. Wir müssen alles mitnehmen. Alles. Wo wir das die ganze Zeit rumtragen. Die ganze Zeit laufen wir durch die ganze Twitch-Con genau so. Wir können das jetzt erstmal so ins Hotel mit reinfahren, damit wir zumindest erstmal wissen, okay, bye bye TwitchCon, es war Bombe. Es geht jetzt hier weg. Guck mal, da oben ist auch manchmal mein Bett. Wie wir das hier reingestopft haben, ey, wirklich. Wir machen alles, damit wir das nach Hause bringen, oder? Alles, hier ja. Wirklich alles. Mann, das war... Wir schaffen das schon irgendwie, ey. Okay, wir sind jetzt auf der zweiten Stelle. Wir haben das jetzt komplett mitgenommen. Wir wollten reinbringen, haben es sogar reingebracht. Jetzt haben wir es wieder runtergebracht, weil das jetzt jemand abholen kommt, der das nach Nürnberg bringt. Das sieht doch gut aus. Da wurde gerade richtig reingecarried. Da wurde so reingecarried, ne? Ja. Die Dinger kommen nach Deutschland. Wir schaffen es. Oh, ich bin im Hotel angekommen. Ich kann nicht mehr. Ich bin so tot, ne? Oh mein Gott, bin ich tot. Es ist noch so eine Afterparty, so mäßig. Aber ich glaube, ich gehe nicht hin. Ich sag ehrlich, ich bin zu tot. Jetzt noch Alkohol trinken, tanzen und so, ist Ende. Ich glaube, ich werde jetzt, ich sag ehrlich, Powernap machen, schlafen, frühstücken und dann zum Flugzeug gehen. Das war 21 Uhr, ich habe bis jetzt geschlafen. Digga, es ist 7 Uhr morgens oder so. Jetzt frühstücken und dann muss ich wieder nach Hause. So, letzter Tag Frühstück, nochmal richtig gönnen. Ich werde dieses Frühstück hier richtig vermissen, Digga. Es war so lecker hier alles, ne? Wow. So, ich glaube, ich habe lange nicht so geil gefrühstückt. 4 Tage noch hintereinander, Bruder. Wie ein König habe ich gelebt. So, ich bin good to go. Koffer gepackt, alles gepackt, Tasche gepackt. Es geht wieder nach Bremen. Goodbye Marriott Hotel, Digga. Das Hotel Baba. Ich gehe jetzt zum Hauptbahnhof. Das ist zum Glück genau hier gegenüber. Und ich habe sogar ein Twitch-Kissen mitbekommen. Ich wollte nur dieses Twitch-Kissen. Ne? Ich habe so Auge drauf gemacht. Ich wollte es nicht kaufen für 35 Euro, Digga. Chill mal. Bye bye Rotterdam. War mir eine Ehre, hier zu sein. Es war wirklich Baba. Bye bye Hotel. Jetzt geht's ab nach Bremen. Say I'm a zombie, that's better than a loser. She don't have a clue that I know I'm gonna lose her. Say I'm a zombie, that's better than a loser. She don't have a clue that I know I'm gonna lose her. In love, cocaine, here we go again.
automatisch. Man muss seine Koffer irgendwie so da reinpacken und alles. Future, man. Ja, muss das voll hier schon machen. Nein, Digga, das ist crazy. 2 Stunden Verspätung, oh mein Gott. Ich bin jetzt was essen holen gegangen. Gib mein Ding, ich hol das jetzt gerade. Mir Pommes und Burger geholt. Mal gucken, was dieser Flughafenburger kann. Kann ich auch kaum machen. Auf jeden Fall safe. Oh, jetzt wird mein Flug gecancelt. Digga, was ist das? Ich warte schon 3 Stunden und jetzt wird er gecancelt. Ich habe 8% nur noch. Oh, es wird immer schlimmer und schlimmer, ey. Digga, das darf nicht wahr sein. Ich habe ja den Flug komplett abbrechen müssen, weil ich hätte jetzt warten können bis morgen oder so. Jetzt habe ich gesagt, Bruder, ich warte nicht bis morgen. Ich will jetzt wirklich nach Hause. Ich mein Ticket für ein Zugticket bezahlt und ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hause. Mein Koffer sieht auch gar nicht gut aus, Digga. Wo bleibt der? Also, da stand, dass der in der Stunde kommen soll, aber hier ist halt. Ja, Bruder, 10 Minuten hat mein Koffer noch, Digga, ansonsten muss ich hier los. Aber das Ding ist, es wird jetzt auch ein Tag hier bleiben, aber Digga, morgen X-te Feinsteason, Mann. Ich muss den Zug nehmen. Und wenn mein Koffer jetzt nicht kommt, bin ich auch zusätzlich nochmal gefickt. Oh mein Gott, Digga. Bruder, ich sollte eigentlich um 13 Uhr hier sein. Es ist 23 Uhr, ich kann nicht mehr. Ich bin endlich zu Hause, ey, oh mein Gott. I don't dwell in the past. I don't live in the past life. Only thing I